Shalom zusammen. Es ist nicht Dienstag, nein, es ist Donnerstag. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nicht ganz auf den Plan gekriegt, ein Video zu machen. Aber ich hole es ja nach. Also, heute ist Donnerstag, wir haben themenfreie Woche. Zunächst was Persönliches an euch. Ich danke euch für eure ganzen aufmunternden Kommentare und E-Mails. Und ich war etwas sehr überwältigt, dass so viele Leute geschrieben haben auf Facebook, auf meinem Channel und auch hier Kommentare. Und da ich irgendwie nicht alle E-Mails, also ich habe im Moment keinen Bock, E-Mails zu beantworten. Deswegen bedanke ich mich auf dem Videoweg. Ne? Also ich danke dir für die Kommis und E-Mails und so. Und dann noch hier... das sind unsere Buttons. Die sind jetzt in der Mache. Die gibt es bald zu gewinnen. Die ersten Nosy Rosies haben die bald in ihrem Briefkasten. Und mit Ansteckpin, ne? So, so. Und ja, wenn wir 1000 Abonnenten haben, dann verlost jede Nosy Rosies 10 Stück davon. Also, es lohnt sich weiter zu abonnieren, ne? Und auch immer Däumchen hoch zu machen. Auch wenn es euch nicht gefällt, immer Daumen hoch. Scheiß da drauf. Immer Daumen hoch. Okay. Ja, zum Wochenthema. Die meisten Nosy Rosies haben mir ja schon ein bisschen was vorgelegt. Ach nee, stopp, halt. Also, ich zum Beispiel, die Cassandra, kommt jetzt ab nächste Woche montags. Und die Laura dann dienstags. Also ich bin kein Dienstagskind mehr, ich bin das Montagskind. Ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... wird schon irgendwie gehen, ne? Also ihr seht mich demnächst dann immer montags. Es sei denn, ich bin wieder so nachlässig wie jetzt die Woche, dann seht ihr mich halt Freitag. Also ich versuche eigentlich immer ein Video in der Woche hochzuladen und jetzt gerade aus persönlichen Gründen ging es halt nicht und natürlich auch aus Telekom, die haben hier die Leitung repariert, dann habe ich gestern mal DSL und mal eben nicht. Egal, Karl. Okay, ich habe mir überlegt, ich mache ein bisschen was, keine Ahnung, ja, also ich meine das Wort Lesbe. Denkt mal eben drüber nach, solange wie ich gerade einen Schluck Kaffee trinke. Das Wort Lesbe, ist das nicht an sich irgendwie negativ behaftet? Also bei mir ist das so. Also ich empfinde Lesbe schon manchmal als Schimpfwort, obwohl es keins ist. Das liegt wohl daran, dass ich, wie ich zur Schule ging, ja, immer so ein bisschen gehänselt wurde. Du bist ja eine Lesbe, du bist die Walter aus dem Frauenknast, du bist voll lesbisch, ey. Ja, das war's so. Und immer wenn ich mich irgendwie oute, ja, ich bin lesbisch, dann hat das irgendwie sowas Negatives. Ich habe keine Ahnung warum. Und wir, also du und ich, wir zaubern jetzt aus dem Wort Lesbe etwas Schönes. Das heißt, wir fangen an mit dem Wort Lesbe, also L, wie Lesbe. Das L steht für Liebe, Leidenschaft und Lust. Lebensfreude und sonst noch was. Füge du, wenn du etwas noch mehr weißt, für das L unten ein. Dann Lesbe. Also wir nehmen das E. Erotisch, Ekstase, Ehe, ehrenamtlich. Ich mache das ja hier auch alles ehrenamtlich. Gut, dann haben wir das S, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd so, so muss man das machen. S. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe schon. S. S wie Sex und Sexualität und Sonnenschein. Also positive Wörter suchen wir. Jetzt sind wir bei B. 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 Oh Gott. Hm. Da habe ich schon wieder ein bisschen... ich bin sehr unvorbereitet. B, B, B wie bombastisch. B,
Busen. Okay, jetzt seid ihr dran. Mehr fällt mir nichts ein. B. Und jetzt nochmal das E. Nochmal das E? Gott. Also E wie Elefant. Nein. Also irgendwelche Dinge, die man... Also so wie die Ekstase. Oder wie die Liebe. Also sowas. Solche Wörter suchen wir. Und ihr schreibt da unten Kommentare. Und ich glaube, dass ich aus allen den Kommentaren schon mal ein Nosy-Rosy-Button verlosen werde. Also schreibt Kommentare und diejenige, die das beste Kommentar gegeben hat, die kriegt von mir so einen Button zugeschickt. Schon bevor wir überhaupt 1000 Abonnenten haben. Ne? Und vielleicht noch irgendwas anderes. Mal gucken. Also, ja, für mich ist heute Schicht im Schacht. Also, ich überlasse euch jetzt den anderen Nosy-Rosys. Ich wollte mich nur dazwischen quetschen und ich war auch irgendwie nicht wirklich künstlerisch aktiv wie die Jen. Und von daher ist das ein 0815 Video, aber ich hoffe trotzdem, ihr macht Daumen hoch und abonnieren bitte. Also Nosy Rosy abonnieren und mich könnt ihr auch abonnieren. So ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Nein, ich bleib weiter bestehen. Heute ist der beste Tag in deinem Leben. Lass es dir von mir gesagt sein. See you. Goodbye. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, der Hund.